Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Pure Arc. Heute möchte ich mal wieder in eine Höhle gehen und zwar, ich glaube, das ist die Lower South Cave. Das heißt, wenn wir mal kurz auf die Map gucken, dann befindet die sich in etwa bei 82 und 50, irgendwie so in dem Dreh. Also da auf dieser unteren Insel mit dieser Landzunge. Und das möchte ich gerne mit dem Baryonyx machen. Der steht draußen. Der hat schon ein Felloberteil in seinem Inventar und eine blaufarbene Shotgun. Und jetzt bin ich gerade dabei, noch ein bisschen Metall zusammenzuschmelzen, damit ich mir auch noch ein bisschen Munition für die Shotgun machen kann. Wobei ich eigentlich die Hauptarbeit dem Baryonyx überlassen möchte. Und die Höhle, die ist auch nicht besonders groß. Das heißt, es ist eigentlich jetzt nicht so sehr ein Problem, da bis zum Artefakt vorzustoßen. Außerdem sind wir ja auch immer noch auf der Suche nach Käfern. Das heißt, ich muss auch unterwegs nochmal ein bisschen Mist einsammeln. Also ich glaube, ich kann ja gleich mal in meiner Kompostkiste nachgucken. Ich glaube, von den mittleren Haufen habe ich irgendwie noch 3 Stück oder so oder 4. Mal gucken, was wir da noch haben. Der macht ja auch nur kleine Haufen. Ja, ich habe hier mal die Rampen ein bisschen anders angeordnet. Ne? Die ging vorher in die Richtung. Jetzt geht eine hier runter. Dann kommt hier drüben nochmal eine. Und ja, hier kommen wir ja in die Küche. Die haben wir beim letzten Mal eingerichtet. So sieht das jetzt hier aus. Und dann ist hier drüben wieder die nächste Rampe. So weit bin ich jetzt hier im unteren Raum. Und hier drüben geht dann nochmal eine bis ganz nach unten. Das funktioniert jetzt also wunderbar. Leider ist es so, dass die Säulen, die ich hier angebracht habe und die Ceilings, die ich angebracht habe, die passen leider nicht genau mit den Wänden, die von oben runterkommen, überein. Das heißt, ich bin gerade auch noch dabei, hier eine zweite Deckenebene einzuziehen. Ist gar nicht so leicht, denn jedes Mal, wenn ich hier irgendwo was einreiße, fällt da oben die Hälfte vom Haus zusammen. Das ist ziemlich ätzend. Und ich habe mir mal einen Floß gebaut, einfach nur mal so. Mit dem nächsten Update soll ja auch das gasbetriebene Motorboot dazukommen. Und ich gehe mal jede Wette ein, dass man dafür erstmal das Floß freigeschaltet haben muss. Ich bin ja nicht mehr so viel mit dem Floß unterwegs, war ich früher sehr viel, wegen diesem Lietzichtes. Ich finde es einfach blöd, dass wenn man da jetzt was draufbaut und alles mögliche hat, man kann diesem Riesenfisch einfach nicht entkommen. Der ist mindestens so schnell wie das Floß und der braucht 2, höchstens 3 Bisse. Dann ist das gesamte Floß inklusive Aufbau hin. Ja, deswegen habe ich eigentlich keinen Floß mehr benutzt. So, jetzt sollen wir mal hoffen, dass hier nochmal ein bisschen was zusammenschmilzt. Und dann machen wir uns einfach so ein bisschen Shotgun-Munition. Ja, weiß nicht, vielleicht 10 Stück oder so. Und dann reiten wir auf jeden Fall mal los. Bis es soweit ist, muss ich, wie gesagt, noch ein bisschen einschmelzen. Okay, ich habe jetzt alles, was ich brauche, dabei. Ihr seht, in der 7 sind zwar jetzt nur 8 Patronen. Die macht aber, glaube ich, wirklich sehr gut Schaden. Und wie gesagt, eigentlich möchte ich ja, dass der Baryonyx hier eventuelle Feinde besiegt. So, diese Lower South Case, oder ist es die Upper? Ich glaube, es ist die Lower. Ihr seht ja hier hinten diese Felsformation, die im Wasser ist. Von hier aus ist es dann wirklich nicht mehr weit. Es ist ein bisschen im Dschungel drin. Da gibt es irgendwie einen Pfad zwischen zwei Felsformationen. Und dann kommt man da einigermaßen gut hin. Wobei, also von allen Höhlen ist es, glaube ich, die am besten versteckt ist. Also da, ja, die muss ich auch wirklich jedes Mal suchen, obwohl ich eigentlich weiß, wo sie ist. Die Höhle selber ist aber eine einfache Höhle und ja, ich glaube, da ist es nur ein bisschen kühl drin. Sie ist nicht sehr groß, die Höhle, und deswegen hoffe ich auch nicht ganz so voll mit irgendwelchen Viechern. So, jetzt werde ich hier auf jeden Fall mal hinschwimmen. Ich hoffe, hier kommt nicht gleich irgendwie was, was uns anknabbert. Ich glaube, schneller als ein Hai sind wir vielleicht inzwischen. Es ist wieder Sonnenaufgang. Ich bin nochmal zurück nach Hause, habe da ja den Mist vergessen. Da waren ja nochmal 3 Köttel. Ist natürlich jetzt auch nicht wahnsinnig viel. Ich habe aber auch das bisschen Ghillie-Anzug, was ich habe, Handschuhe und Maske vergessen. Die habe ich jetzt auch dabei. Und ich hatte auch das Bug-Repellent vergessen. Das habe ich jetzt auch dabei. Und ich denke, jetzt können wir uns doch nochmal auf den Weg zu der Höhle machen. Ich habe jetzt, ich glaube, 15 oder 16 Stück mittelgroßen Mist dabei. Das müsste also für einen Käfer Level 70 oder sowas müsste das durchaus reichen. Und ja, das Bug Repellent, na gut, also solange wir hier auf dem Berry sitzen, dann da zählt das natürlich nicht, ne? Also deswegen, ja, mal gucken, wie es läuft.
Jetzt muss ich vor allem erstmal die Höhle wiederfinden. Die ist immer nicht so leicht zu finden. Da gibt es irgendwo hier so einen Gang, so ein Canyon. Und da ist der dann irgendwie in der Wand drin, verborgen. Vorhin habe ich ihn auf Anhieb gefunden. Jetzt sehe ich natürlich wieder hier nichts. Jetzt finde ich ihn nicht mehr. Nur Grünzeug sehe ich. Wo ist es? Wo ist es? Wo ist es? Ja, eindeutig zu viele Pflanzen im Dschungel. Ah ja, genau, dieser Pfad. Den habe ich gesucht und da müsste es, glaube ich, auf der linken Seite irgendwo sein. Könnte hier schon gewesen sein. Vorhin bin ich nämlich von oben irgendwie runtergekommen und bin direkt am Eingang der Höhle gelandet. Oder war es da drüben? Ja, hier ist er. Genau. So, dann gehen wir doch da jetzt einfach mal rein. Mal gucken, wie es läuft. Genau, hier waren die Paras am Anfang. Die sind natürlich nicht hier drin gespawnt. Die sind hier irgendwie zufällig reingelatscht. Es gibt hier, wie gesagt, ja auch mindestens einen Explorer-Node. Wahrscheinlich eher zwei. Die Höhle ist eben nicht ganz so groß. Es gibt vielleicht eine Lootkiste oder so. Es gibt hoffentlich einen Käfer, egal welches Level. Na gut, wenn er jetzt 120 ist, dann reicht vielleicht unser Mist nicht. Weil wir können ja nochmal ein bisschen kacken. Also das Allermeiste habe ich jetzt hier von dem Barry selber eingesammelt. So. Ist das so besser? Ja, ich glaube Third Person ist besser. Wenn es hier natürlich Kristalle gibt, dann möchte ich die auch gerne abbauen, weil ich habe momentan echt einen Kristallmangel. Also hier ist noch nichts. Okay, das ist eine kleine Sackgasse. Es gibt ja auch so Höhlen, wo man immer noch wieder an die Oberfläche geportet wird, wo man irgendwo drin festhängt oder so. Es kann sogar sein, dass das die Höhle ist, wo man wieder an die Oberfläche geportet wird. Mal gucken. Hab ich schon was gehört? Auf jeden Fall ist die Höhle so groß, so breit in den Gängen, dass man hier überall mit einem Tier durchkommt. Also jetzt natürlich nicht mit dem Rex, aber ja, der Baryonyx ist halt deswegen wirklich gut geeignet. Es gibt ja auch viele Höhlen, in denen gibt es Wasser. Da ist er natürlich dann auch gut geeignet, weil er kann ja auch schwimmen. Was ist das hier? Aha, Alien-Struktur unter der Decke. So, jetzt weiß ich zum Beispiel nicht links oder rechts. Ich würde ja fast sagen die andere Richtung, aber ich will mir eben alles angucken. Wie gesagt, es können ja auch überall Explorer-Nodes rumliegen. Oh, dieser Nebel. Da hinten ist zum Beispiel eine Ruine. Da gibt es bestimmt einen Explorer-Node. Noch ist es ja hier vor dem Patch 258. Ab diesem Patch gibt es ja dann... Ah ja. Gibt es ja dann die Megalania. Das ist ja dieser Varan. Dieser Riesenvaran. Der kann ja auch an der Decke hängen und so. Mich würde mal interessieren, wenn man dann auf dem reiten kann. Also ihr wisst es bis dahin dann ja wahrscheinlich schon, wenn man auf dem Da ist ein Käfer! Nein! Ich glaub's nicht! Rankriechen? 104. Oh, oh. Na gut, dann weiß ich noch nicht. Mal gucken, ob wir den nehmen können oder nicht. Drüben ist auf jeden Fall erstmal das Explorer Nord. So, ich muss mal ganz kurz nachgucken, ob ich das schaffe oder nicht. Mit der Kacke, die ich habe. Sollen wir mal sehen, wie viel haben wir hier? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 und 1 auf der 0. Das sind also 17 Stück. Da muss ich erstmal gucken, ob das geht. Ja, okay, ich brauche 21 Stück. Das heißt, entweder der Barry muss noch jetzt noch welche machen oder aber wir finden einfach noch irgendwo welche. Das kann ja auch sein. Was hat denn die Schlange fallen lassen? Okay, ich nehme einfach mal alles mit, ja? Also, so, was habe ich gesagt? 17 Stück habe ich. Also wenn der Barry noch viermal Mist macht, dann könnte es reichen. Oder wir finden vielleicht einfach noch einen. 104 ist ja auch ein gigantisches Level für einen Käfer. So, hier haben wir erstmal das Explorer Node. Also eins zumindest. Caprosuchus. Cool. Okay, ich gehe glaube ich erstmal hier drüben lang. Wir sind jetzt immer rechts gegangen, ja? Ach, der hat ein Level-Up, das ist gut. Ich gebe dem mal was auf Nahkampfschaden. Er hat leider immer noch nicht 200. Schade. Oh, da ist ein Käfer. Los, Barry, du musst jetzt noch viermal kacken. Jetzt habe ich leider auch das Buckle-Pellet schon verschwendet. Egal. Nochmal eine Schlange. Zwei. Und eine Spinne sehe ich schon. Oh, noch eine Schlange. Ist schön, wenn die immer so von der Decke runterkommen. Da stehe ich total drauf.
Wird das noch was? Das scheint eine High-Level-Schlange zu sein. 108 war die. Ich mache aber die Spinne auch mal weg. Aber es ist schön zu sehen, dass es wirklich funktioniert, ne? Das Spawnen der Tiere in den Höhlen inzwischen. Nur eben in der Central Cave nicht. Was schade ist, weil da sollen eigentlich die Käfer am häufigsten sein. Okay. Da vorne ist ein Loot, aber ich glaube, es ist halt ein normaler. Das ist jetzt nicht das Artefakt. Oh. Ein mistiger Bogen. So, machen wir alle schön platt. Oh, und wir haben schon wieder ein Level up. Gucken natürlich nochmal, was hier in den Beutelchen ist. Alles mal mitnehmen, alles mal mitnehmen. Oh nein! Lass das! Scheiß Skorpion. Wo kam der denn jetzt schon wieder her? Los! Wo kommen die nur immer her, diese komischen Viecher? Die fallen immer aus den Decken und so. Das finde ich immer nicht so toll. So. Immerhin schlafen wir nicht ein. Aber ich gebe dem nochmal was. Jetzt hat er nämlich über 200. Das ist gut. Okay. Ah, da ist noch einer. Da ist noch ein Käfer. Level 24. Den nehmen wir. Fackel an. Du bleibst mal da. Und ich mache den mal auf passiv. Jawoll. Oh nein. So, das müssen wir. Es dauert ja jetzt eh wieder ein bisschen, ehe wir den nochmal füttern können. Ich glaube, ich gehe hier einfach erst nochmal ein Stück weiter. Da irgendwo da unten dachte ich, wäre das Artefakt. So. So. Mann, sind hier viele Schlangen. Die können auch irgendwie so immer die ganzen Wände hochglitschen, ne? Die kommen auch echt überall hin. Los. Danke. Ja, es ist schön viel Fleisch, aber es nützt dem Barry nichts. Der frisst ja nur... Das ist ein Skorpion. Der frisst ja nur Fisch, ne? Der frisst nichts anderes. Wow, sind hier viele Viecher. Oh, der eine Skorpion scheint aber auch ganz gut mit dabei zu sein. Der eine ist schon fast tot und der andere ist kaum angekratzt. Okay. Na, ihr? Ihr kommt auch noch dran. Keine Sorge, ihr kommt alle dran. Ah, da ist noch ein Explorer-Note. Ich sehe es schon. Irgendwie blitzt es hier immer so komisch auf. Ah, noch eine Schlange. So. Haben wir es? Haben wir es denn endlich? Den nehmen wir natürlich auch noch mit. Aha, schön. Geht's hier weiter? Ah ja. Ach du Scheiße, was ist denn hier alles los? Eieieiei. Oh, ein Käfer. So ein Mist. Naja, wir haben ja da oben schon mal einen angefüttert. Ich weiß nicht, vielleicht sollten wir auch langsam mal wieder zu dem zurückgehen. Und wo ist denn dieses blöde Artefakt? Wo ist das Artefakt? Oh, ist... Ach nee, hier waren wir schon. Okay, gut, dann gehe ich hier wieder zurück. Wir machen erstmal den Käfer fertig. Der war doch irgendwo hier. Ah, wir haben schon wieder ein Level. Okay, cool. Da und hier. Irgendwo war doch hier unser Käfertier. Da ist er. Ist noch nichts wieder gespawnt. Ist gut. Ich leg mir mal hier das nächste Stück Mist rein. Jawohl. Jetzt müsste es auch schneller gehen. Ich bleibe jetzt einfach mal hier in der Hoffnung, dass hier nichts spawnt. Wir müssen dann leider immer wieder die Kacke
selber da reinlegen. Das ist immer so ein bisschen ätzend, so ein bisschen lästig. Da geht's auch schon wieder. Wenn man jetzt einen Stackmod hat, dann können, ich glaube, der Kothaufen zu dritt, zu drei Stück stacken. Ich hoffe, das war der Käfer. Ja, es ist halt die Frage, was machen wir jetzt mit dem Käfer? Also ich kann den in die Hand nehmen und mich trotzdem auf den Barry setzen. Ich glaube, das werden wir auch machen. Das habe ich schon ausprobiert. Also ich habe es ausprobiert mit der Schnecke. Und wenn es mit der Schnecke ging, geht es mit dem Käfer bestimmt auch. Hoffe ich. So, 11 Level würde er noch dazu bekommen. Vielleicht verliert er jetzt noch eins, aber 10 sind es bestimmt. Ah, ich glaube, naja, noch zweimal wahrscheinlich. Ja! Was weiß ich, ich nenne ihn erstmal Kaki. So. Den will ich natürlich auf passiv. Dann stehe ich mal auf. Jetzt nehme ich den in die Hand. Ah, jetzt kann ich natürlich die Fackel nicht anhaben. So, ich habe den jetzt in der Hand und trotzdem kann ich hier mit dem Barry reiten. Das ist echt gut. So, hatten wir denn jetzt hier alles schon abgesucht? Es geht ja eigentlich, ja. So dunkel ist jetzt die Höhle gar nicht. Hier ist eine Tasche. So, hier drüben waren wir ja. Da sind wir wieder zu dem gleichen Ort gegangen. Deswegen denke ich mal, ich gehe jetzt mal hier lang. Irgendwo muss ja das Artefakt sein. Weil wenn wir schon mal hier sind, dann will ich das natürlich mitnehmen. Wir haben jetzt zwei. Da drüben ist es irgendwo. Wir haben jetzt zwei Explorer Notes. Hier ist das dritte. Ich glaube, mehr wird es dann hier auch nicht geben. Mann, der levelt hier am Stück, ja, und wir kriegen kein einziges Level. So, 150. Dann noch ein bisschen mehr Leben. Da sollte er vielleicht 1500 kriegen. Muss man hier etwas schwimmen zum Artefakt? Wie kommt man denn da hin? Ich will hier jetzt ehrlich gesagt nicht so unbedingt ins Wasser. Ich höre es doch schon. Kommt man denn hier hinten irgendwo wieder raus? Ja, hier geht's raus. Sah zumindest so aus, als ginge es hier raus. Es geht jetzt auf einmal nicht. Oh, geh doch da raus. Hier ist doch eine Stelle. Geh doch. So. Hier lang? Ne, da wo das wabert, da sind wir. Oh nein, Atropleura. Wo es wabert, sind wir auf jeden Fall richtig. Eieieiei, so eine haben wir schon. Oh Gott, eine Achter und das hat so lange gedauert. Scheiße, scheiße, scheiße. Jetzt stirb doch. Komm schon, stirb. Ja. Wahnsinn. Puh. Aber ich glaube, hier sind wir. War das jetzt? Das war, glaube ich, jetzt unser Käfer. Ich glaube, wir sind hier nicht verkehrt. Ich glaube, wir sind hier ganz richtig. Vielleicht sollte ich den erstmal wieder ein bisschen hochheilen. Er hat ja, glaube ich. Hat er noch Fisch? Ja, er hat noch Fisch. Füttern, füttern, füttern. Mal wenigstens mal so, ups, so zwei Stacks oder so. So. Okay. Sieht schon wieder ein bisschen besser aus. Mann, ist das gruselig. Ich dachte, die Höhle wäre deutlich kleiner. Ich mich wohl geirrt. Da wabert's. Ich glaube, shit. Weiß nicht, kann man den Barry hier durchführen? Im schlimmsten Fall müssen wir erstmal die Tiere hier rauslocken. War es das? Ich glaube nicht. Passt der hier durch? Nee, passt nicht hier durch. Ich weiß nicht, ich habe nicht den Eindruck, dass es das gewesen ist. Hier ist auf jeden Fall noch ein Käfer. Ich werfe mal unseren Käfer kurz weg. Nicht folgen.
Da ist das Artefakt. Ja. Könnten wir sogar gleich zwei Käfer mitnehmen. Na, ist egal. Wir wollen mal nicht gierig werden. Jetzt müssen wir mit dem Barry schnell wieder raus hier. So, wir sind jetzt... Es gab nur diesen Weg. Wir sind jetzt von hier gekommen. Also hier gibt es definitiv Käfer. Oh, das ist schön. So. Seht ihr, was ich sehe? Megalosaurier. Oh, den... Es ist mein Lieblingsdino, ja? Ach, Mist, ich kann nicht gucken, was der hat. Naja, müssen wir jetzt auch nicht gucken. Es ist mein Lieblingsdino. War der vorhin auch schon hier? Oh. Vor allem, das würde auch das Zähmen der Terizinus deutlich einfacher machen. Ich muss jetzt wissen, was der für ein Level hat. Ich kann das Fernglas nicht benutzen, wenn ich den Käfer in der Hand habe. Ich komme nochmal drauf zurück. Also klar, wenn wir jetzt hier aus der Höhle rausgehen und wieder rein, dann muss der da nicht mehr liegen. Ja, ist sogar sehr wahrscheinlich, dass er da nicht mehr liegt. Ich weiß auch gar nicht mehr, was der für Kibbel gefressen hat. Bei denen ist es ein bisschen kniffelig. Wenn die über die Dauer eines Tages oder einer Nacht gezähmt werden, wachen die auf jeden Fall zwischendrin auf. Man kann die dann wieder schlafen legen. Und der zähmt dann genau an der gleichen Stelle weiter, aber er wacht eben auf. Und das ist natürlich ziemlich riskant. Das heißt, wenn ich jetzt tagsüber anfange und es wird nachts, dann wacht er, wenn die Nachtmelodie erklingt, spätestens dann wacht er auf jeden Fall auf. Ach so, okay, ich wollte gerade sagen. Puh, euch kenne ich doch. Ich würde euch nicht raten, noch weiter reinzugehen. Das bekommt euch nicht. Ja, ja, ich bin draußen. Oh, na, ein Glück. So, jetzt müssen wir nur noch nach Hause. So, ich lande gerade wieder an. An meinen schönen Strand. Und jetzt müssen wir auf jeden Fall schnell den Käfer in Sicherheit bringen. Ich weiß gar nicht, werde ich den jetzt ins Gewächshaus direkt setzen? Ja, da ist er auf jeden Fall mit dem Dünger am besten aufgehoben. Obwohl, ich habe ja auch die anderen kleinen Viecher alle oben. Deswegen, na, vielleicht setze ich den doch lieber nach oben. Da muss ich halt immer... den Dünger runtertragen, wenn er fertig ist. Ist ja jetzt auch nicht so sehr ein Problem. Er produziert auf jeden Fall schneller und effektiver den Dünger, als es die Kompostkiste kann. Ich werde die natürlich trotzdem laufen lassen, aber ja, der kann es halt einfach mal besser. So, jetzt parken wir den Barry hier wieder ein. Und ich werfe mal kurz den Käfer hier hin. Dann können wir dem ja schon mal den ganzen Mist reinladen. Ja, und den immer schön, ne, auf Gewicht, dann kann er einfach mehr Mist tragen. Seht, der ist jetzt voll. Mehr kriege ich nicht rein. Ja, schade. Das heißt, ich nehme den jetzt mal und bringe den nach oben. Und ihr müsst ihn natürlich genau wie die Schnecke auf Wandering setzen, sonst wird es nichts. So. Da kannst du krabbeln und aktiviere Wandern. Ja, und dann wandelt der das eben so ganz allmählich um. So, den restlichen Mist, den bringe ich mal runter in die Kompostkiste. Na, ja, ist immer noch ein bisschen blöd hier mit dieser Leiter, aber hier eine Wendeltreppe rein, ich glaube, das funktioniert auch alles nicht. Rampe ist mir halt einfach immer lieber. So, ich glaube, das hier war die Kiste mit dem großen Mist, genau. So. Okay. Bringe ich noch schnell das Bug Repellent. Oh, eins davon verdirbt sowieso gleich. Schnell, schnell in den Kühlschrank. Rein damit. Sonst noch irgendwas? Nö. Ja, da würde ich doch sagen, ich fand das zwar sehr aufregend, aber auch sehr aufschlussreich. Also es ist wirklich so, in den Höhlen spawnt jetzt vernünftig was, allerdings eben nur nicht in der Central Cave. Wir haben sogar einen Megalosaurier gesehen, mein absoluter Lieblingsdino, ja, auch rein von der Optik her. Also der ist einfach super schön. Ja, und ich würde doch sagen, dass an dieser Stelle auch schon wieder gewesen ist. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Ihr könnt mir sehr gerne einen Like da lassen oder den Kanal abonnieren. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Pure Ark. Bis dann. Ciao, ciao.